Liebe Wilhelmshavenerin, liebe Wilhelmshavener, ich grüße Sie aus dem Rathaus und wünsche Ihnen ein schönes neues Jahr 2021. Leider muss ich Sie heute aus dem Rathaus begrüßen und wir können uns nicht beim schönen Neujahrskonvent im neuen Gymnasium treffen. Aber mir war wichtig, mich bei Ihnen zu melden und mir ist zu Beginn dieses Videos wichtig, mich bei allen Haupt- und Ehrenamtlichen zu bedanken, die in dem vergangenen Jahr, in dem Corona-Jahr, wie wir es in Erinnerung behalten werden, dazu beigetragen haben, dass das öffentliche Leben aufrechterhalten werden konnte. Insbesondere sind hier natürlich die Mitarbeitenden im Bereich Gesundheit und Pflege im stationären und ambulanten Bereich zu nennen. Aber, und das sei mir gestattet, auch bei uns aus dem Rathaus der besondere Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Gesundheitsamt und Ordnungsamt, die wirklich seit März des vergangenen Jahres nahezu pausenlos im Einsatz sind, um gegen die Pandemie zu arbeiten. Ich danke aber auch unseren befreundeten und benachbarten Institutionen und Behörden und nenne hier stellvertretend für alle natürlich die Bundeswehr, die Polizei, die Wirtschaftsverbände, aber auch den Rat der Stadt Wilhelmshaven, der unter teilweise schwierigen Bedingungen das ganze Jahr über seine wichtige Arbeit fortgeführt und kontinuierlich geleistet hat. Insbesondere möchte ich aber Ihnen, liebe Wilhelmshavenerinnen und Wilhelmshavener, danken dafür, dass Sie in diesem Jahr mit großer Disziplin und viel Verständnis die Einschränkungen und die Regeln, die uns Corona neu in unser Leben gespült hat, mit hohem Einsatz befolgt haben, sich daran gehalten haben und damit dazu beigetragen haben, Gesundheit von Mitmenschen zu schützen und am Ende des Tages auch Leben zu retten. Das Jahr 2020 war sehr stark von Corona geprägt, aber Corona war nicht alles. Wir haben auch in vielen anderen Bereichen intensiv im Rat und in der Verwaltung miteinander gearbeitet. So haben wir mit dem Hilfsfonds für die Corona-Situation vielen Betrieben bei insgesamt 250 Anträgen und mit über 1 Million Euro zumindest ein wenig durch die schwierige Phase des ersten Lockdowns im März und April helfen können. Wir haben in intensiven Dialog mit unseren Nachbarn aus Friesland, mit der Landesregierung und der Bundesregierung die ersten Pflöcke eingeschlagen, um das Programm des Bundes im Volumen von 157 Millionen Euro zur Gestaltung des Kohleausstiegs und des damit einhergehenden Strukturwandels zu gestalten. Wir haben gemeinsam mit unseren Nachbarn aus Friesland, wie in vielen anderen Fällen auch, vertrauensvoll ein Regionalmanagement aufgebaut, aus dem heraus wir jetzt diese 157 Millionen Euro mit innovativen Projekten gemeinsam mit den vom Kohleausstieg betroffenen Unternehmen für eine nachhaltige Zukunft in unserer Region investieren wollen. Und ich freue mich auch, dass es gelungen ist, mit dem Wohngebiet Pothenburg 2 neue Einfamilienhausgrundstücke zur Verfügung zu stellen, so dass junge und vielleicht auch nicht mehr ganz so junge Familien, die gerne in Wilhelmshaven wohnen und das Ganze mit einem Eigenheim realisieren wollen, hier attraktive Möglichkeiten bekommen, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Der Bereich der Bildung spielt seit vielen Jahren in den Entscheidungen des Rates und der Verwaltung eine große Rolle. Auch im abgelaufenen Jahr haben wir dort entsprechende Schwerpunkte gesetzt. Leider zunächst sehr deutlich von Corona geprägt, denn wir mussten die Schulen umgestalten. Wir mussten zum Teil bauliche Maßnahmen vornehmen, um Hygienevorschriften realisieren zu können, um lüften zu können, auch um Einbahnstraßenregelungen für die dann sich in Kohorten bewegenden Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Wir haben aber darüber hinaus auch viel Geld investiert, mithilfe des Bundes und des Landes aus entsprechenden Förderprogrammen, um in der Digitalisierung kräftige Schritte voranzukommen, um die Schulen entsprechend auszustatten. Ich sage aber auch, da ist noch Luft nach oben. Da werden wir in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren noch kräftig weiter daran arbeiten müssen, dass die Schulen einen digitalen Standard haben, der heutigen und zukünftigen Ansprüchen gerecht werden kann. Im Bereich der Infrastruktur haben wir zahlreiche Straßen in Wilhelmshaven saniert. Wir haben uns
intensiv um die Genossenschaftsstraße, um die Rüstringer Straße, aber auch um die Marktstraße gekümmert im Bereich zwischen Werftor 1 und Wirkelstraße. Was ich mit einem kleinen Augenzwinkern immer sage, ist, dass wir unsere Deichbrücke in einen kleinen Kurzurlaub geschickt haben. Dieses historische Bauwerk, das uns allen so am Herzen liegt, wird zurzeit sehr aufwendig saniert und wird dann hoffentlich im Herbst 2021 an alter Stelle wieder zurück sein und uns erfreuen. Wir haben mit dem neuen großen Spielplatz am Kurpark einen wunderbaren Treffpunkt für die Familien in unserer Stadt getroffen und 16 Bushaltestellen in Wilhelmshaven barrierefrei so umgestaltet, sodass die Fahrgäste mit erhöhtem Komfort die Busse unserer Stadt nutzen können. Und was mich wirklich auch als langjähriger Gast des Bades freut, ist, dass es gelungen ist, für die nächsten 3 Jahre die Zukunft des Freibades Nordes abzusichern, verbunden mit der Hoffnung, dass Sie, liebe Wilhelmshafenerinnen und liebe Wilhelmshafener, durch kräftige Besuche im Jahr 2021 dazu beitragen, dass dieses Bad auch auf Dauer erhalten bleiben kann. Von großer Wichtigkeit für die Sicherheit im Alltag unserer Stadt ist die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr mit dem integrierten Rettungsdienst, aber auch unsere 4 Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr. Und gleich zu Beginn des Jahres, als Sturmtief Sabine die Küstenregion überzogen hat, konnten wir erkennen, wie leistungsfähig unsere Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr in unserer Stadt sind. Umso mehr freut es mich natürlich, dass wir mit der bunten Wache oder wie einige sagen, der Blaulicht-WG gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst im Norden der Stadt endlich ein Gebäude in Betrieb nehmen konnten, das die Sicherheit im Norden deutlich erhöht. Diese 10 Millionen Euro, die die Stadt dort investiert hat, sind sicherlich gut investiertes Geld. Schauen wir in die nächsten Wochen, schauen wir in die Zeit mindestens des ersten Halbjahres. Und es gehört zur Ehrlichkeit bei einer solchen Videobotschaft dazu, dass wir sicherlich noch viel Disziplin, Leidensfähigkeit und Verständnis aufbringen müssen, bis dann irgendwann im Laufe des Jahres die Lockerungen uns wieder einen entspannteren Alltag ermöglichen. Wir werden irgendwann rund um Ostern, und das ist meine Prognose, hoffentlich so viel Impfstoff haben, dass wir denjenigen von Ihnen, die geimpft werden wollen, auch ein Angebot machen können. Und dann mit hoher Geschwindigkeit in den Sommer hinein diese Impfungen zu vollziehen. Wir werden hoffentlich im Sommer erleben, dass die dann möglicherweise noch bestehenden Einschränkungen in ihren Resten auch fallen und wir uns wieder intensiver begegnen, wieder intensiver kulturelle, sportliche Erlebnisse miteinander begehen können, gastronomische Angebote in Anspruch nehmen können und auch unsere touristischen Hotspots wieder öffnen werden, damit wir unsere Potenziale in diesem Bereich endlich wieder nutzen können. Lassen Sie mich zum Abschluss, meine Damen und Herren, vielleicht 5 Kernbegriffe benennen, mit denen ich gerne in dieses Jahr gehen möchte. Die Vernunft, um die Regeln weiter einzuhalten, Kontaktvermeidung ernst zu nehmen und die Hygiene- und Abstandsvorschriften wirklich konsequent zu beachten. Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, was wir in den letzten 10 Monaten, wie ich finde, sehr gut hingekriegt haben und was mir in meiner Arbeit viel Kraft gegeben hat und was uns jetzt mit in die nächsten Monate nehmen sollte. Die Zuversicht, dass es von Woche zu Woche besser werden wird, dass wir mehr Impfstoff haben, dass die Zahlen, die Infektionszahlen zurückgehen und dass letzten Endes auch das Wetter besser wird und wir damit wieder mehr Möglichkeiten haben. Die Solidarität gerade mit denjenigen in unserer Gesellschaft, die besonderen Schutz brauchen, besondere Zuwendungen brauchen, sollten wir aktiv beibehalten. Und wir sollten bei all den Fragestellungen, die uns jetzt schon auf der Tagesordnung notiert sind und die in Zukunft auf uns zukommen werden, immer die Bereitschaft und den Mut zur Innovation haben. Lassen Sie uns die positiven Aspekte aus der Corona-Zeit mitnehmen, die Folgen aus der Corona-Zeit möglichst schnell bewältigen, unsere Chancen zum Beispiel im Bereich der Tourismuswirtschaft nutzen und bitte bleiben Sie vor allen Dingen gesund, sowohl körperlich als auch seelisch. In diesem Sinne alles Gute für das Jahr 2021.